Wir haben wieder Fragen und dumme Fragen gesammelt, dieses Mal zum Audi RS3. Legen wir direkt los. Ah, halt, bevor wir loslegen, ich hoffe, der Ton ist okay. Es ist ziemlich windig, es ist regnerisch und wir mussten Zuflucht in einer Halle suchen. Jetzt legen wir los. Kann ich den Motor auf 1000 PS tunen? Theoretisch wahrscheinlich ja. Ich glaube, es gibt einige, die haben es schon geschafft, mit diesem 2,5 Liter Fünfzylinder annähernd 800 PS zu erreichen. Die Frage ist, wie lange soll der Motor diese 800 PS leisten? Realistisch sind wahrscheinlich so um die 600. Kann ich das Auto von meinem Ausbildungsgehalt finanzieren? Das hängt natürlich vom Ausbildungsgehalt ab. Audi bietet einen Vario-Kredit. Das sind 497,79 € im Monat, 10.000 Kilometer. Und 12.440 Euro Anzahlung. Die Antwort ist also wahrscheinlich eher nicht mit dem Ausbildungsgehalt. Oh, es gibt auch noch einen Schlussrat. Nach 36 Monaten werden 34.991,23 € fällig. Wo klebe ich den Sticker mit meinem Instagram-Namen hin? Am allerbesten ganz groß vorne auf die Windschutzscheibe. Welche Farbe ist die geilste? Also wenn ich an Audi RS3 denke, dann denke ich eigentlich immer an ein rotes Auto. Es gibt noch andere Farben, wie heißen die denn? Kyolami Grün für 450 Euro und natürlich eine Individuallackierung für 2300 Euro. Also ich finde Dunkelgrün und dieses Kyolami Grün gut. Obwohl das Gelb sieht auch gut aus, ich bin vollkommen nutzlos. Was ist mit Matt? Ich mag Matt nicht, so will man das beim Waschen, da muss man so vorsichtig sein. Wie tief geht der Sitz? Ich will, dass man beim Fahren nur meine Hand auf dem Lenkrad sieht. Wenn die angesprochene Person nur 1,40 ist, funktioniert das bestimmt. Ansonsten geht der Sitz nicht super tief. Nicht tief genug, um unter dem Lenkrad durchzuschauen, wie man das als ganz besonders cooler Mensch macht. Audi RS3 oder Golf R? Drücke beide Augen zu, denke nicht an das Geld und sage Audi RS3. Der neue Audi RS3 hat deutlich mehr Leistung als der erste von 2011, oder? Der erste hatte 350 PS? 340. Das heißt, der hat gerade mal 60 PS mehr bekommen. Es ist aber nicht nur das, wenn man das nur über die Leistung definiert, dann finde ich, tut man dem Auto Unrecht, weil der Antriebsstrang so viel effizienter ist, sprich das bisschen Leistung wird sehr viel besser auf die Straße gebracht. Passen meine beiden Bernardiner rein? Es passt nicht mein Bernardiner rein. Wie viele Zentimeter flacher ist der RS3 gegenüber dem Formentor VZ5? Ungefähr 7 Zentimeter. Das ist natürlich auch über Fahrwerk gemacht, aber auch über die allgemeine Karosseriehöhe. Kommt ein Leerzeichen zwischen RS und der 3? Ich muss es wissen, ich kann deshalb nicht mehr schlafen. Da kommt tatsächlich eins. Ich hoffe, ich habe geholfen. Unterbodenbeleuchtung, Digga. Nein. Er projiziert RS auf den Boden, das ist alles. Unterbodenbeleuchtung ist aber meines Wissens auch verboten in Deutschland. Man kann sich doch diese billigen LED-Lights kaufen, diese Flexi-LED-Lights. Und der hat einen Zigarettenanzünder. Einfach Kabel in der Tür einklemmen, das unten drunter kleben und... Welchen findest du besser, Sportback oder Limousine? Eigentlich den Sportback. Findest du nicht auch? Die Limousine sieht trotz allem ein bisschen fad aus. Passt man als stabiler Adonis in die Sitze? Ich bin seit 4 Jahren in der Massephase. Was ist deine Einschätzung? Du bist über 1,90 und auch relativ stabil. Ich fand sie in Ordnung. Besser als die vom Formentor oder vom Abarth. Hat er bei dem Design Chancen auf eine Rolle in einem Transformers-Film? Also erstmal hat er natürlich überhaupt keine Chance, weil da nur amerikanische Autos meines Wissens vorkommen. Vielleicht kam schon ein Mercedes SLS oder sowas drin vor, meine ich mich zu erinnern. Ansonsten sieht er gar nicht so transformerig aus. Die Front ist ein bisschen roboterhaft. Sieht er von meiner Stamm-Shisha-Bar krasser aus als ein AMG A45? Einer der wichtigsten Aspekte, wenn man dieses Auto kauft. Ich finde, der hat nicht so dieses Shisha-Bar-Prestige. Ihm fehlt der große Heckflügel. Den gab es doch für den AMG. Wir haben uns inzwischen überlegt, wie ihr uns eure Fragen zukommen lassen könnt. Abonniert deswegen unseren Instagram-Kanal. Ich blende den mal irgendwo hier ein. Und wenn wir das nächste Mal Autos haben, dann stellen wir im Vorhinein die Frage und ihr könnt sie stellen. Gerne auch dumme Fragen. Bis zum nächsten Mal.